Über diese Cam gibt es auf YouTube zahlreiche Videos, aber so richtige Informationen für mich habe ich nicht gefunden. Ich habe viel herumexperimentiert und Einstellungen gefunden, die für mich optimal sind. Der eine oder andere Nutzer kann ja vielleicht davon profitieren. Über die Einstellmöglichkeiten der Kamera wird auf YouTube viel berichtet. Das muss ich hier nicht wiederholen. Die Kamera wird hauptsächlich für Fahraufnahmen im Urlaub aus dem Auto heraus eingesetzt. In den YouTube-Videos wird meistens davon ausgegangen, dass die Videos fast unbearbeitet hochgeladen werden. Da ist es dann auch egal, mit welcher Bitrate dieses geschieht. Als ambitionierter Hobbyfilmer arbeite ich mit Full HD mit einer Bildrate von 50p, das heißt 50 Vollbilder. Ich habe nach 6 Monaten Praxis für mich die idealen Einstellungen gefunden. QHD, also 2560x1440 Bildpunkten mit 30p, 140 Grad Blickwinkel und das sogenannte WDR, nicht Westdeutscher Rundfunk, sondern Wide Dynamic Range. Warum habe ich gerade diese Einstellung gewählt? Die angebliche 4K-Auflösung mit 2860x2160 Bildpunkten ist kein echtes 4K. Die Aufnahmen werden interpoliert. Die Aufzeichnungen im 4K-Modus sind nur mit 24 Bildern möglich. Das heißt, in einem Video mit 50 Bildern müssen 26 Bilder hinzugerechnet werden. Das ergibt einen starken Shutter-Effekt, der an alte Super 8-Aufnahmen erinnert. Außerdem nehmen die Dateien ziemlich große Dimensionen an. Bei der Einstellung QHD wird der gesamte Sensor genutzt. Das Schnittprogramm muss aus 30 Bildern nur 20 Bilder dazu rechnen. Die Wiedergabe ist deutlich flüssiger. In meinem EDIUS-Schnittprogramm gibt es zudem noch die Einstellung optischer Fluss. Damit erreiche ich eine sehr hohe Wiedergabequalität. Die Dateien sind erträglich groß. Die Kamera kann auf einen Blickwinkel von 170 Grad eingestellt werden. In der Praxis hat sich herausgestellt, sie sieht einfach zu viel und die Ränder haben stark stürzende Linien. Ich habe auf 140 Grad eingestellt, das ist für den Zuschauer sehr viel angenehmer. Bei der Einstellung Wide Dynamic Range war ich zunächst der Meinung, dass da mit der Elektronik eine Qualitätsverschlechterung stattfinden würde und hatte die Funktion abgestellt. Okay, die Aufnahmen waren sehr kontrastreich, die Schatten soffen ab und ich musste später bei der Bearbeitung sehr starke Korrekturen vornehmen. Außerdem reagierte die Kamera mit starker Unterbelichtung bei hellem, aber bewölktem Himmel. Gegenlichtaufnahmen, sogar mit der Sonne im Bild, gelangen dagegen sehr gut. Erst später bin ich darauf gekommen, diese Funktion einzuschalten. Es gab keine Verschlechterung der Qualität. Die Aufnahmen sind mit WDR sehr ausgeglichen in der Belichtung und müssen nur selten nachbearbeitet werden. Die Einstellung ist also empfehlenswert. Die Kamera hat rund 85 Euro gekostet. Darin enthalten sind 2 Akkus, das umfangreiche Zubehör und aus einer Promotion-Aktion noch ein Ladegerät mit 2 Zusatzakkus. Das USB-Kabel erwies sich als ziemlich minderwertig. Ich habe es gegen ein besseres getauscht. Die Kamera habe ich mit einer 64 GB Mini-SD-Karte bestückt. Diese muss unbedingt in der Kamera formatiert werden, sonst funktioniert sie nicht. Bei Auswahl der Kamera selbst war für mich wichtig, dass sie eine Fernbedienung hat. Es gibt genügend fast baugleiche Cams, die sich aber nur über das Smartphone steuern lassen. Dafür ist jedoch die Aktivierung des Wi-Fi nötig, die Akkulaufzeit verkürzt sich dadurch sehr stark. Mit der Fernbedienung lassen sich neben Aufnahme Start-Stopp auch der Bildschirm aus- und einschalten, Wi-Fi aktivieren und deaktivieren und während einer Videoaufnahme sogar Standfotos machen. Auch bei dieser Kamera ist die Steuerung über Smartphone oder Tablet möglich. Wie gesagt, dazu muss Wi-Fi aktiviert werden, was die Akkulaufzeit stark verkürzt. Ich habe nicht das vom Verkäufer empfohlene Programm genutzt, das läuft nicht besonders gut. Es gibt im Play Store TimaCam, das arbeitet sehr gut mit der Kamera zusammen.
Wie schon erwähnt, ich benutze die Cam hauptsächlich für Fahraufnahmen aus dem Auto heraus. Dazu habe ich einen Befestigungsclip auf das Armaturenbrett möglichst nahe an der Windschutzscheibe geklebt. Ich kann die Kamera dann mit dem Bordnetz verbinden und über die Fernbedienung steuern. Diese Aufnahme ist im 4K 24p-Modus erstellt. Sieht im Moment sehr gut aus, aber wehe, da kommt Bewegung ins Bild. Erinnert mich an alte Super 8-Filme. Diese Aufnahme ist im FAD-Modus mit 30 Bildern und eingeschaltetem Stabilisator gemacht. Da lässt die Qualität schon merklich nach. Der Bildstabilisator arbeitet schon recht gut, jedoch auch noch einmal auf Kosten der Qualität. Ich habe ihn danach abgeschaltet. Diese Aufnahme ist unverfälscht und nicht bearbeitet. Eigentlich ganz gut, aber die Schatten sind viel zu dunkel. Die gleiche Aufnahme, farbkorrigiert und im Schnittprogramm im Modus optischer Fluss gerendert. Das White Dynamic Range war bei den beiden Aufnahmen nicht aktiviert. Diese Aufnahmen nun sind mit 140 Grad Blinkwinkel auch ohne WDR gemacht. Links jeweils das unbearbeitete Original, rechts die bearbeitete Ansicht. Ich finde, die bearbeitete Aufnahme spricht für sich. Und jetzt noch ein Vergleich der Aufnahme mit White Dynamic Range. Die rechte Seite ist nicht korrigiert, lediglich im Schnittprogramm mit optischer Fluss gerendert. Diese Einstellung ist für mich die beste. Zum Schluss noch etwas, was mich in jeder Einstellung stört. Selbst bei Aufnahmen ohne Bewegung, hier der grüne Rasen, ist immer eine Art Bewegung zu sehen. Man muss allerdings schon genau hinsehen, um es zu bemerken. Aber ich denke, das ist Jammern auf hohem Niveau. Was will man denn für den Preis alles erwarten? Ich habe mir noch ein Stativ mit Saugfuß zugelegt. Der große Saugfuß hält bombenfest. Das Unterwassergehäuse habe ich einmal im Waschbecken auf Dichtheit geprüft. Es ist dicht, ansonsten benutze ich es zur sicheren Aufbewahrung der Cam. Die hervorstehende Optik verleitet geradezu, darauf zu touchen oder sie zu verkratzen. So, alles eingepackt und ich hoffe, ich konnte ein wenig helfen.